das war das letzte Battle des Abends, das zu Recht sogenannte Main Match zwischen den beiden Herren neben mir, Morgana und Steel. Also, ich habe es gerade eben schon gesagt, bei Freezy, Despo, Zepter und Offen, es wurde Geschichte geschrieben heute. Und ey, ganz im Ernst, jeder aus dem Club sollte euch heute dankbar sein für dieses Battle. Ihr habt den Laden abgerissen. Auf jeden Fall, es war eine sehr krasse Spannung. Und fangen wir einfach mal bei dir an, Morgana. Wir haben ja vorhin noch geredet, also dich kennt man ja auch schon aus dem JBB oder Joint of the Battle. Das heißt, eigentlich bist du, was Rhythms oder Rhythms on Beats angeht, sehr erfahren und warst ja auch mehrmals bei der LVB. Wie fandst du den Abend heute? Du hast ja jetzt... Mega geiler Abend auf jeden Fall. So, also es muss erstmal so ein bisschen reinkommen. Die ersten Matches, da war noch ein bisschen low, aber dann irgendwann kam irgendwie so der Umschwung und dann hat die ganze Hütte gebrannt. Also wirklich ganz crazy, was jetzt die letzten drei Battles so abging, war wirklich krass. Also ich fand deine Herangehensweise ganz interessant. Du hast in der ersten Runde so was wie das Written draus gemacht, so indem du seine Lines zitierst und dann sagst, was dich daran stört und so weiter. Das kennen wir ja eigentlich aus Writtens, ja. Also A Cappella Writtens. Du hast auch ganz gut hinbekommen, bist im Takt geblieben und deine zweite Runde war wirklich sehr krank. Also auch diese, das war so eine AK aus der Kontrolle Parodie war ja immer noch mit drin. Ja, also muss man sehr lachen. Props an dir, denen es aufgefallen ist. Ja. Aber genauso sehr lachen musste man auch bei dir. Damals, ich habe noch dein Battle gesehen, MC Cologne gegen Steel, du bist Steel. Diese dritte ikonische Runde, die ja auch auf, in den YouTube-Shorts die Welle gemacht hat für den Kanal. Ja, ja. Und heute hat man auch gesehen, so, du kamst hier rein in diesen dunklen Club, hast in dieser Atmo, so wie es sich gehört, gerappt. Das war einfach nur fantastisch. Wie sahst du das Battle? Ey, das war ein absolut überkrasses Battle, Alter. Also eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Ne? Also ich habe ja seine Sachen schon vorher gesehen, bevor ich wusste, ich battle ihn. Das Battle gegen Luke Sirius hat mich auch sehr beeindruckt. Und deswegen hatte ich da sehr Bock drauf und es ist auch das geworden, was ich mir gedacht habe, vorher. Also du sagst, es lief, wie du es erwartet hast. Also hast du auch erwartet zu gewinnen oder hast du dir schon etwas Angst gehabt? So? Nee, also ich hatte jetzt nicht erwartet zu gewinnen, aber ich hatte erwartet, dass ich gute Chancen habe, weil ich wusste, mein Material, was ich habe, da ist Gewicht drin. Also jetzt vielleicht nicht, so bei der zweiten Runde muss ich ein bisschen so, die habe ich auch zum Schluss geschrieben, da habe ich ein bisschen so Lücken gefüllt, ein bisschen musste ich mir was zusammenreimen, aber zum Beispiel die dritte Runde habe ich als erstes geschrieben und da bin ich so in die Recherche gegangen, ich habe seine komplette EP dreimal durchgehört, ich habe seine Battles dreimal geguckt, also ja, ich habe mir da auf jeden Fall, habe ich ihn ernst genommen. Ja, also hat auch wirklich so, falls ihr das auch so gesehen habt, so, schon so eine Art 8 Mile Vibe, also in diesem dunklen Club hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, deine Aggressivität auch heute, also du, ich dachte jetzt wirklich so, du gibst dir vielleicht eine Kopfnuss. Hast vielleicht so viel Hass, aber dann am Ende der Respekt, den ihr euch direkt auf Anhieb gegeben habt. Sofort, also wirklich, ich muss wirklich sagen, krasseste Leistung, die ich von dir kenne. Generell einfach geil, endlich mal ein Match zu haben, wo jemand da wirklich komplett gegenhält und einfach Spannung bis zum Ende herrscht und man halt sich dann auch drüber streiten kann. Ja, das gewinnt wahrscheinlich so. Ja. Du bist ja auch extra aus Berlin, soweit ich weiß, ja, auch hergekommen, hast die Crowd entertained, du natürlich genauso. Und es war so ein Battle auf, sagen wir mal, Gegenseitigkeit. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie siehst du das? Ja, ich fand es einfach mega geil, habe ich schon gesagt. Ja, aber ich habe noch eine Frage, und zwar, ich weiß, dass du deinen Bruder dabei hast. Ja. Der war zum ersten Mal auf einem Battle-Rap-Event. Ja. Meinst du, das war ein guter Einstieg so für ihn? Er hat mich draußen. Den Bruder in Topform zu sehen und so? Er hat mich draußen direkt in den Arm genommen und hat gesagt, Bruder, ich bin stolz auf dich, was du da gemacht hast. Und das war ein schönes Gefühl. Kannst du auch sein, Digga. Danke. Ganz krasse Danke. Leistung, vollkommen zurecht geworden, super krass. Danke, wirklich. Also dein Bruder sollte dir auf jeden Fall gleich was zu essen ausgeben. Bitte mach das. Und du, wenn die, ich das letzte Mal, ich, also ich erwarte, dass die Leute am Bahnhof in Berlin dich heldenhaft willkommen heißen. Was steht noch so an? Habt ihr was ihr schon sagen könnt? Entweder Release, Battles, was steht an so in den nächsten 2-3 Monaten bei euch? Vielleicht ein Freestyle irgendwann? Ja, Freestyle ist bei mir. Same, also müsste ich erstmal noch ein bisschen üben. Also fühle mich noch nicht ready, ehrlich gesagt. Ist auch nicht mehr so der Reiz da. Also, was jetzt bei mir gerade so in der Pipeline steht, also Battle, würde ich erstmal sagen, ist erstmal wieder so. Bei mir ist es halt so ein bisschen mehr drin, dass ich gucke, dass ich so alle halbes Jahr mal ein Battle mache, nicht gleich wieder das nächste, weil dann ist doch der Reiz ein bisschen mehr da. Also Battle eher so Herbst, also dieses Jahr auf jeden Fall noch eins. Aber erstmal jetzt die nächsten Tracks machen. Habt ihr schon jemanden so im Auge? Also wenn schon was gefixt ist, müsst ihr es nicht releasen, aber habt ihr jemanden, gegen den ihr jetzt so Bock hättet anzutreten auf Onbeat? Also ich habe noch eine Anfrage von Kusi. Von Kusi? Ja, und da hätte ich auch Bock drauf. Also das wird wahrscheinlich zustande kommen.
Muss ich mal gerade überlegen, ich weiß es eigentlich gar nicht. Nee, kann ich sagen. Die du releases Singles oder so, die anstehen bei was? Ja, ja, genau. Also ich release ja sowieso eigentlich fast monatlich. Also diesen Monat kommt auch noch was. Also wir haben jetzt Februar. Und wir versuchen das ja möglichst am Start zu bleiben, auch mucke-technisch. Was die Battles angeht, weiß ich noch nicht. Es gab irgendwie, es stand schon mal im Raum, dass ich vielleicht irgendwie ein Festival-Battle mache. Da hätte ich mega Bock, Festival on Beat. Also freut euch drauf. Also, das klingt auf jeden Fall interessant. Natürlich Support jederzeit. Also ich höre es euch mit eurer Mucke. Ich hoffe, das bringt jetzt keine Verlegenheit, aber so wie ihr heute gegeneinander gebattelt habt, würde ich mich fragen, wie es wäre, wenn ihr miteinander battelt würdet. Also das ist auch so eine Was-wäre-wenn-Frage. Aber wir werden es in der Zukunft vielleicht irgendwann erfahren. Ich meine, was könnt ihr jetzt schon irgendwie in die Richtung? No joke, das habe ich heute auch gedacht. Und ja, das wär's dann, meine lieben Friendos. Nicer Abend und an alle, die nicht gekommen sind, seid beim nächsten Mal auf jeden Fall am Start, denn ihr verpasst was, ihr Wichser. Deswegen, Future of Battle Rap. Life is Battle, Morgana, Steel, Vesso, Jens und Grüße an Jaman. Wir sind raus.